So, liebe Leute, herzlich willkommen hier zurück zu Black Ops 2. Ihr seht, hier habe ich gesehen, es gibt hier sogar ein neues Missionchen für zwischendurch. Aber wir machen jetzt erstmal hier alte Wunden. Calibrium haben wir schon. Alte Wunden werden wir jetzt erstmal aufreißen und mal schauen, was passiert. So. Söldner, Mac, tut mir leid, verzichte ich. Rekrut will ich mir auch nicht antun, ich sag's euch echt. Ich nehme Soldat und das muss passen. Was haben wir denn? Wir haben hier die AK. Wartet mal. Dort. Magazinerweiterung. Was haben wir denn noch? Arc-Visier, Schalldämpfer. Magazinerweiterung ist super. Nein, ist super. Schnelles Magazinwechsel. Warum ist da jetzt ein Ausrufezeichen? Die Auswahl ersetzt Magazinerweiterung. Ah ja. Und Feuermodus. Wechseln Sie mit 5 zwischen Salven und automatischen Feuer. Mein Mann, der Rückstoß größer. Alles klar. Nehmer und Reflexvisier nehmen wir auch mit. So. Eine Sekunde, was stand denn da noch? Halt zurück. Ich habe das. Präzision ist erhöht. Na, ist doch klasse. Sekundärwaffe, die Makarov, Lasmor, Blendgranaten, Zugangskit, justierbarer Schaft, das ist momentan ausgerüstet, super, das ist momentan ausgerüstet. Was stand hier drunter? Laufen Sie schneller, während Sie in die Hilferichtung blicken, das ist sehr schön, das können wir nehmen, das wollen wir auch. Dann zurück und wir starten das Level. Ich kann Menendez nicht verstehen, wenn ich nicht in seinen Kopf komme. Salazar, du warst in Nicaragua, als er an die Macht kam. Du kennst die Legenden am besten. Warum hasst er uns so sehr? Du Premio Graforia. Als Junge sah er mit an, wie die Contras töteten und vergewaltigten. 1972 gab es ein gewaltiges Erdbeben. Seine Familie hatte alles verloren. Ein Jahr darauf wurde die Einzige, die er liebte, seine Schwester Josefina, durch ein Feuer verkrüppelt. Raoul und sein Vater fingen neu an, machten mit Drogen schnelles Geld. Sie wurden reich, mächtig, Legenden von Managua. Das Menendez-Kartell war quasi unantastbar. Also tötete die CIA Raouls Vater mit dem Segen der US-Regierung. Menendez hasste Amerika immer mehr und fing an, Waffen in Afghanistan für seine Privatarmee zu handeln. Die CIA hat Wind davon bekommen und jagte ihn in Kabul. Das war das Foto von Woods aus der Kammer, nicht wahr? Siehst du den hübschen Bastard? Das bin ich. Der hässliche ist dein Vater. Nach Vietnam. In Zahlen und so war er verdammt gefährlich. Ja. Alte Wunden, Provinz Coast Afghanistan. Alex Mason, CIA-Spezialeinheit. 1986. Wir sind vermummt. Da sind ziemlich viele Löcher. Wer bist du? Bist du Was Woods? Hast du gesehen, Woods? Ja, er ist Woods. Sand, Sand und noch mehr beschissenen Sand. Hudsons Kontakt ist unterwegs. Können wir den Chinesen trauen? Ja, schon. Sie haben die Mujahedin genauso unterstützt wie wir. Sie wissen, dass die Russen sich nach Afghanistan nach China wenden werden. Die Russen mag wohl keiner, was? Du kennst mich. Ich mag niemanden. Du solltest besser den Kopf runternehmen. Ganz ruhig, Sau! Wir haben die Waffen geliefert. Und dein Teil der Abmachung? Na? Ich bringe euch zum Anführer der Mujahedin. Sehr schön. Er kann euch helfen, Raoul Menendez zu finden. Wir haben ausgeruhte Pferde. Ihr folgt uns. Verdammt. Tun wir es. Genau, das ist sehr schön. Ich gucke aber erstmal, was hier in den Waffen. Kam es zur Kontaktaufnahme mit Sao? Wir sind gerade unterwegs zum Lager der Mujahedin. Genau, und wir reiten jetzt erstmal hier eine Runde. Mit Interagieren und Folgen. Ich wusste sicher nicht, dass unsere Präsenz hier zu 100% geheim bleiben muss. Es hätte schwerwiegende Folgen, wenn die Russen von unserem Eingriff in Afghanistan erfahren.
Galoppel. Ja, Rechtskurve, driften. Ja. Was ist das denn hier? Nicht mal ein Allrad fährt oder was? Das ist ja ein Fronttriebler. Gibt's ja nicht. Na Junge, alles klar. Oh, bin ich voll gegen das Auto gerannt. Geritten. Ey, dräng mich nicht ab hier. Haha. Wir planen einen Angriff auf das Lager. Nice, legen Sie an zu. Umschalten zum Sprinten? Ich sprinte doch schon wie blöde. Ja. Ah, guck mal, jetzt. Hiha. Was jetzt hier? Trab? Hallo Panzer. Na, alles klar bei euch? So. Kann ich hier nicht schnell reiten? Ich würde auch mal aufschießen. Muss ich hier hinten her dackeln? F halten zum Absteigen. Mahlzeit. Oh, Shisha. Ajo. Na, Mission Rohr frei, wa? Ja, haha. Und Jungs, sind wir hier richtig? Ziel erfüllt. Wenn ja, die Russen wirklich angreifen, braucht immerhin ihr alle Hilfe, die ihr bekommen könnt. Ich habe dafür gesorgt, dass einige Spezialisten beratend tätig sind. Da sind sie schon. Rahman, das sind Woods und Mason. Die zwei Besten. Wir brauchen Waffen, keine Soldaten. Was soll das denn jetzt heißen? Wir sind eine Waffe! Junge, erzähl mal, was ist hier los? Um das klarzustellen. Wir halten den Angriff der Russen auf und ihr sagt uns alles über Menendez. Hier ist unsere Basis. Wenn sie vorrücken, dann kommen sie aus dem Westen, Norden oder Osten. Ich weiß. Unsere Leute verteidigen diese Berge. Unsere Waffen bringen ihnen einen Vorteil. Das ist echt ein Scheißplan. Das ist die russische Armee. Die greifen doch immer mit roher Gewalt und einer zahlenmäßigen Übermacht an. Und mit Panzern. Sind eure Männer bereit? Hier liegt ganz schön Dreck nur los. Wir haben keine Erfahrung mit den Waffen, die wir mitgebracht haben. Wir aber, wir gehören an die Front. Der Angriff der Russen hat begonnen. Yalla, Borobirun! Glaubst du an deinen Plan, Amerikaner? Das weiß ich sogar, Sau. Dann los! So, komm, wo müssen wir hin? Ich möchte rennen. Da, alles klar. Wir müssen uns beeilen. Sie dürfen nicht ins Tal kommen. Aufsicht, so, und los geht's hier. Lass mich durch. Haha, über die Trümmer. Kontrollpunkt erreicht. Wo muss ich eigentlich hin, Jungs? Was, zu Fuß schaffen sie jetzt nicht rechtzeitig? Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, du, dann fangen wir einfach nochmal an. So, ich lasse euch schon mal vorreiten hier. Weiß ich wenigstens, wo es hingeht. Ey, ich war viel schneller als die, weißt du? Das könnte härter werden als gedacht. Helikopter setzen Infanterie vor dem Lager ab. Wir übernehmen die Mujahideen. Wir versuchen, ihre Panzer aufzuhalten. Ich muss mal kurz hier hinten lang weiter. Ja, nehmen wir mit. Mal kurz nachladen im Ritt. Sind das hier die Bösen oder sind das die Guten? Nein, das sind die Guten. Ich muss mal hier hinterher. Galoppe und... Rums, da hat's das Pferd fast weggesprengt. Das war knapp. Ja, das war es wohl. Nix da, mir nach! Spinnt wohl! So, mal kurz nachladen und in Deckung gehen. Da rückt ein BTR durch die Ruinen vor! Mein Gewehr wird da nicht reichen, Mason! Verdammt, schnappt ihr den Raketenwerfer! Ja, eine Sekunde. Wir müssen es nicht ins Tal schaffen! Da kommt noch ein BTR! So. Wir stürmen hier trotzdem mal so ein bisschen durch. Ah ne, das ist ja unser. Aber der nicht. Hier war doch eben noch einer oben. Da hinten sind noch zwei. So, links und rechts weggehauen. Da hinten sind die Waffen. Nein, ich werde von vorne und hinten beschissen, sag ich schon. So, Junge, hast du einen Facepunch gekriegt.
Wo ist er? Ach, da ist der Panzer. Alter! Was soll das? Hier schon mal schön die Füße weggeschossen. Pass auf, ich klettere hier erstmal hier drüben lang. So, von hinten infiltrieren nenne ich das jetzt mal. Oh, da ist unser. Alter Falter. Mein Trommelfell, ihr spinnt doch wohl. Der schmeißt eine Granate, ist ja auch super. War wohl nix, wa? Komm her. Hier, Kasperkopf schießen ist heute angesagt. Oh. So. Ein Kasperkopf, noch ein Kasperkopf. Schießt der Panzer auf uns? Wer bist du denn? Oh, ja, oh ja. So, wir müssen unbedingt da drüben an die Waffen ran. So, hier wieder Kasperkopf schießen. Hasrat! Marine, Junge! Oh, herzlichen Glückwunsch! Ihr seid bei Axel Zockt. Ihr seht, wie Axel stirbt. Verdammt, habt ihr den Raketenwerfer? Ja, ist ja gut. Ich kämpf mich jetzt hier mal durch. So, nein, du bist der Falsche. Dich müssen wir mitnehmen. Da fährt ein Panzer voraus, ist auch schön. So, einen Moment, ganz langsam hier jetzt mal. Da, Kasperkopf schießen. Nummer 1. So. Ich hätte gern ein Snipergewehr, muss ich gerade sagen. So ein kleines Sniper wäre schon super. Ich meine, das ist ja... Oh, 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 oh. Ach, meine Fresse. Oder so eine schöne Weste. Eine Weste wäre, das wäre noch eine super Angelegenheit hier. Kann ich die nicht irgendwo kaufen, Mensch, vorher? Verdammt, schnappt ihr den Raketenwerfer? Ja, ist ja gut, meine Fresse. Da oben ist ein Kasperkopf. Da ist ein Kasperkopf. So, und jetzt aber mal los hier. Pass auf, ich stürme hier einfach mal kurz durch. Genau, kann ich schön von der Seite flankieren hier. Dich und dich nehmen wir auch gleich noch mit. Na, Panzerchen? Was ist los? Alter! Das gibt's doch nicht. So, aber jetzt mal hier halt zurück. Wir tauschen natürlich die Makarov dagegen aus. Was haben wir hier noch? Oh, 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 oh. Und da ist der zweite. Kommen wir da irgendwie hin? So, haben wir erstmal den hier gemacht. Sehr schön. Munition ist wieder voll. Und da hätt's uns fast weggehauen. Die Mujahideen kommen mit Infanterie zurecht. Mason, leg eine Trichterladung unter den Torbogen. Sorgen wir dafür, dass hier keine Fahrzeuge mehr durchkommen. Alles klar, kriegen wir hin. Da hinten, 91 Meter. Erstmal hier Kasperkopf schießen, will er. Ja, ganz schön ruhig hier gerade. Alles klar, ich renne mal voraus. Die
Hier ist doch irgendwo noch so ein dickes Militärding, oder? Ach komm, hier. Ich renne hier mal lang. Die 15 Minuten sind auch vorbei. Und bevor ich hier jetzt reingehe, liebe Leute. Knack. Weg aus. Sage ich, haut rein. Bis denne.